Man nehme drei sportliche Allgäuer Jungs, eine große Portion Heimatstolz und eine kleine Brise Größenwahn. Heraus kommt am Ende ein Produkt, in dem so viel Liebe steckt, dass man sie förmlich aus dem Korpus tropfen sieht. Aber ob das Hobby zum Hauptberuf werden kann, entscheidet am Ende nicht der Idealismus, sondern knallhart der Markt. Und dann steht man vor der Entscheidung: weitermachen oder aufgeben. Wir sind King Louis Boards und wir bauen aus selbstgefällten Bäumen Longboards. Und Simon kenne ich eigentlich schon seit der Grundschule. Wir haben damals noch nicht so einen großen Kontakt gehabt. Und über Patrick haben wir uns dann wirklich zusammengefunden, weil wir dann jemanden hatten, der total Skateboard motiviert war, der Lust hatte, Skateboard zu fahren, der einfach wirklich sehr viel Feuer in seinem Herzen da mitgebracht hat. Der hat uns dann ganz schnell mit angesteckt und uns einfach mal ein Brett hingelegt. Und haben wir hin und her probiert, haben gemerkt, okay, das bleibt jetzt nicht nur beim Sport der Kontakt, sondern da entwickelt sich auch eine Freundschaft. Und so irgendwie hat uns das dann über die Zeit zusammengeschweißt. Ich war gerade in einer Beziehungstrennung, war mehr oder weniger obdachlos und bin wieder bei meiner Mutter im Allgäu eingezogen. Dann krieg am ersten oder zweiten Tag einen Anruf: Hey Fabi, ich habe gehört, du bist in Wertach, lass mal was machen. Und ich mir gedacht, oh, du, sorry, ich habe keine Zeit. Ich habe kurz davor mir mein Longboard fertiggestellt und dann hat halt eine Absage gegeben. Und dann kam aber gleich die Aussage: Ah, ich habe mir auch eins gekauft, geil! Dann haben wir uns halt jede Mittagspause und jeden Feierabend getroffen und sind den kompletten Sommer, solange es nicht geregnet hat, einfach Longboarden gegangen. Ja, das ist einfach imposant, wenn man sieht, wie die Jungs da, sagen wir mal, mit 60 anfangs den Berg runterfahren. Und da muss man das natürlich auch machen, als Allgäuer Bub. Anfangs habe ich Angst vor der Geschwindigkeit gehabt. Da bin ich ein paar Mal mit den Jungs mit. Die haben es schon sehr gut drauf gehabt zu der Zeit. Und ja, man wird irgendwann süchtig nach dem Speed auf dem Longboard. Und es ist einfach der Hammer. Servus. Das war dann so ungefähr zu der Zeit, wo wir das Longboard zusammen entdeckt haben. Da war halt so ein Freeride. Dort hat dann jemanden kennengelernt, der was halt sich selber die Longboards baut und halt einfach nicht das vom Stapel nimmt, sondern sich selber Gedanken macht, wie möchte ich das Board haben, was für Eigenschaften soll das mitbringen. Und er hat uns das einmal so ein bisschen erklärt und er hat halt auch Workshops angeboten, wo man sich selber eins bauen kann. Wir waren halt einfach total angefixt, geil. Wir haben die Möglichkeiten, uns das Brett an unsere Vorlieben anzupassen. Und waren ein bisschen ernüchtert. Es war richtig cool, wir haben mega viel gelernt, aber das Endresultat war doch sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten. Dann kam der Patrick und hat gemeint, das können wir selber besser. Und irgendwann kam er dann, ja, ich habe jetzt einfach mal das und das und das gekauft. Ganz toll, ja. Und dann ist man aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Es war ein harter Weg am Anfang, weil es sind viele Bretter nicht so geworden, wie man es sich wünscht natürlich. Man muss auch irgendwo dazu sagen, irgendwo haben wir ja das Handwerk. Es ist ja ein Handwerk,
nicht gekannt. Also auch, wie verarbeitet man Epoxidharz, generell Holzverarbeitung und dann halt auch noch in dem Bereich Sportgeräte. Da hat halt keiner irgendwo Erfahrung gehabt. Also war eigentlich Learning by Doing an der Tagesordnung und dementsprechend halt hat man halt auch die Fehlschläge mitgenommen. Es sind immer mehr Leute zu uns gekommen, mehr Freunde und Bekannte, wo die Auerbrettle von uns gewollt haben. Und ja, das ist gewachsen und gewachsen. Und irgendwann muss man halt den Schritt gehen, dass man sagt, ja, man macht das offiziell. Man denkt natürlich am Anfang nicht dran, was das alles für ein Rattenschwanz hinter sich nachzieht oder was das alles mitbringt. Aber es ist schon einiges, was wir dann festgestellt haben. Wo wir gerade eingestiegen sind, so, da gab es echt nur viele deutsche Longboard-Hersteller. Und zu der Zeit ist aber auch die Nachfrage gekippt. Und dann haben sich halt ganz viele Hersteller von Sportgeräten mit eingeschaltet und einfach Massenproduktionsware auf den Markt geschmissen für einfach Preise unter der Gürtellinie. Und das Problem war einfach eben, es wollte jeder irgendwie ein Brett haben, keiner war bereit, wirklich viel zu zahlen. Du hast ein Komplettbrett bekommen unter dem Preis, wo wir ein einzelnes Brett verkaufen müssen, um unsere Kosten gedeckelt zu haben. Das ist aber auch einigen zu Verhängnis geworden, weil der Markt ist dann abrupt über den Winter komplett eingebrochen und die Lager waren voll. Ein großer Sportgerätehändler, der gemeint, ja, ich nehme euch mit auf, der kam dann an, sorry Leute, das hätte mir fast das Genick gebrochen. Ich hätte nicht mal Lagerplatz für eure Bretter, weil alles noch voll ist mit den Brettern, die sie halt einfach zu viel eingekauft haben. Das ist halt, wenn man abschöpfen möchte bis zum geht nicht mehr, irgendwo ist ein Ende und das haben die halt dann ganz hart gespürt. Im Endeffekt haben wir auch so oft schon geflucht und ich glaube, wir standen regelmäßig davor und haben uns überlegt, machen wir weiter, machen wir nicht weiter, ist es der Stress wert? Und so, dann ist die Frage auch ganz schnell, glaube ich, geklärt, ob man es hauptberuflich machen möchte. Aber am Anfang wäre es natürlich so der Idealismus gewesen, boah, wenn man davon leben könnte, das wäre ja cool. Raussuchen, dann mal Palisander. Oder im Endeffekt haben wir auch so oft schon geflucht und ich glaube, wir standen regelmäßig davor und haben uns überlegt, machen wir weiter, machen wir nicht weiter, ist es der Stress wert? Hier haben wir ein bisschen was Hochwertigeres, Made in Germany, Bolzen Trucks. Also wenn du was selber herstellst, wo dir wirklich viel Freude bereitet und du gutes Feedback bekommst, deine Entwicklungsschritte siehst, glaube ich, ist das irgendwann einfach selber ein Anreiz, weiter in Brettern rumzuentwickeln. Man hat ja auf der anderen Seite nicht nur Rückschläge, sondern man hat ja auch irgendwo einen Spaß an der ganzen Geschichte. Und das wäre dann, glaube ich, schon irgendwo was, was einem fehlen wird. Und von dem her, glaube ich, ist es auch viel, weil es einfach Spaß macht. In erster Linie sind unsere Bretter aus vernünftigem Holz gebaut. Das Holz wurde von uns selber persönlich gefällt in den bayerischen Wäldern bei uns. Wir bauen ja auch die Pressen selber. Also wir schauen, dass wirklich vom ersten Schritt bis zum letzten so viel wie möglich selber machen und dass wir halt auch da dafür die Materialien halt beim Zimmerer vor Ort holen und einfach die Handelsketten so kurz wie möglich zum Halten. Ja, das war von Anfang an irgendwie das Ziel, das so regional und so nachhaltig wie möglich zu machen, um einfach mit gutem Gewissen so ein Brett fahren zu können und nicht zu sagen, boah, jetzt muss für meinen Spaß hier die Umwelt aber ganz schön leiden. Wenn jetzt ein Kunde kommt und sucht sich da ein Furnier aus, hat man irgendwie eine spezielle Idee oder eine Vision und man setzt dann das um, also in Form von einem Custom-Brett. Und dann
kommt es raus, das Brett, und es ist halt genauso, wie er es sich vorgestellt hat. Und der Kunde freut sich halt wie Schnitzel, dass das Brett jetzt so ist und sogar noch vielleicht ein bisschen schöner, wie er es sich vorgestellt hat. Das ist, glaube ich, unbezahlbar, weil jemandem anderen dadurch Freude zu machen, das bereitet einem selber auch Freude. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert einfach unseren Kanal, und wenn ihr noch mehr Heldengeschichten sehen wollt, dann einfach links oben klicken.